Schlüsselbild und Keyframe sind Begriffe aus der Animationstechnik und der digitalen Videokompression. Die Schlüsselbildanimationen, auch Keyframe-Animation oder Keyframing, ist eine Animationstechnik, die ursprünglich aus der Produktion von Zeichentrickfilmen stammt. Wenn euch dieses Video und mein Kanal gefällt, dann könnt ihr mich kostenlos unterstützen, indem ihr abonniert und den Daumen nach oben drückt. Keyframes einsetzen ist nichts anderes, als bestimmte Positionen auf eine Zeitachse zu fixieren. Wenn du zum Beispiel willst, dass ein Text oder ein Bild von dem linken Bildschirmrand in den rechten fliegt oder wie bei mir im Vorschauvideo von unten nach oben und eine bestimmte Drehung zu einer bestimmten Zeit macht, dann solltest du Keyframes setzen. Damit kannst du sehr leicht diese Animationen anwenden. Was wir dazu brauchen, ist hier einmal diese Videospur oder auch ein Bild als Hintergrund und diese zwei PNG-Dateien, die ich hier reingezogen habe. Eine PNG-Datei ist eine transparente Hintergrunddatei. Um diese jetzt zu animieren und Keyframes zu setzen, wählen wir erstmal unsere Videodatei aus und versuchen, wenn die Kamera nach unten gefahren ist, dass unsere zwei Objekte hier von unten in das Bild hineinfahren. Dazu schieben wir jetzt allererstes, wenn die PNG-Datei hier anfängt, unsere zwei Bilder nach unten. Vorher sollten wir noch die Größe des Bildes festlegen. Wir schieben, machen die etwas kleiner, ungefähr so. Und dieses Subscribe machen wir auch etwas kleiner, ungefähr so. Und auf dieser Zeitachse sollen die zwei Bilder, die PNG-Dateien, noch nicht zu sehen sein. Das bedeutet, wir schieben die hier nach unten, wählen das andere aus und schieben das hier auch nach unten. Dann lassen wir die Wolken etwas reinfliegen. Vorher drücken wir natürlich noch auf diese tolle Keyframe-Taste. Setzt einen neuen Keyframe an der aktuellen Position. Keyframe setzen, anderes Bild auswählen, Keyframe setzen. So speichere ich die Bildposition zu der bestimmten Zeit. Lasse ich jetzt halt mit der Leertaste oder der Play-Taste das Video weiter abspielen. Setze ich einen neuen Punkt, wo diese zwei PNG-Dateien zu sehen sein sollen. Das wäre ungefähr hier. Und dazu schiebe ich jetzt halt die PNG-Datei nach oben geradeaus. Und es wird automatisch auf der rechten Seite zu der Zeitachse, in der wir uns befinden, ein Keyframe gesetzt. Zur gleichen Zeit soll auch das andere Bild hier reinkommen. Dazu wähle ich das andere Bild aus und setze es auf die gleiche Höhe. Wenn ich jetzt das Video abspiele, dann sehen wir, die Wolken kommen und unsere zwei PNG-Dateien fahren auch langsam rein. Jetzt möchte ich noch, dass die PNG-Dateien sich drehen zu einer bestimmten Zeit. Dazu klicken wir auf Rotation und Spiegelung. Bei Rotation und Spiegelung gehen wir wieder auf die Zeitachse. Hier fahren unsere zwei Objekte weg. Jetzt können wir auch ein bisschen reinzoomen. Mit Steuerung und Mausrad könnt ihr immer rein und rauszoomen. Dann warte ich, bis der Keyframe hier seine Position erreicht hat. Warte ein paar Sekunden, setze einen neuen Keyframe für Rotation und Spiegelung. Lass dann etwas Zeit vergehen, was ich eben meine, 3-4 Sekunden. Wir können das hier dann auch noch ändern, zeige ich euch gleich. Und wir wollen, dass unser Bild sich überschlägt. Dreht das Bild um eine horizontale Achse. Okay. Und zwar genau um 360 Grad, damit es dann wieder in der Ausgangsposition ist. Drücken Enter und sofort wird hier ein Keyframe gesetzt. Das gleiche machen wir wieder beim unteren Bild. 360 Grad, Enter und schon wird ein Keyframe gesetzt. Wenn wir jetzt das Ganze abspielen, kommen unsere Objekte hier hoch und drehen sich dann um 360 Grad. Jetzt haben wir gesehen, dass das rechte Bild sich eher bewegt. Das bedeutet, wir haben hier vergessen, einen Keyframe zu setzen. Das bedeutet, wir duplizieren diesen Keyframe. Genau. Wenn wir jetzt zwischen den Bildern wechseln, sehen wir auch, dass wir einen vergessen haben. Das ist aber kein Problem, denn wir klicken den Keyframe hier an, gehen auf Kopieren, gehen dann auf das andere Bild, um mit der Zweitachse den gleichen Moment zu sehen, gehen hierher auf 3:32, klicken auf unser anderes Bild und gehen auf Einfügen. So, wenn wir das Ganze jetzt nochmal abspielen,
müsste sich wieder mit der gleichen Zeitachse die gleiche Bewegung stattfinden. Jetzt machen wir das Ganze noch mit der vertikalen Achse. Und zwar setzen wir dann hier wieder ein Keyframe, wo die ganze Operation beginnen soll. Dann setzen wir wieder ein Keyframe, wo die Drehung zu Ende sein soll, nachdem sie hier 360 Grad gedreht hat. Anderes Bild genauso, 360 Grad auf der Zeitachse. Und wenn wir das Ganze dann anschauen, dann drehen wir uns horizontal und vertikal. Jetzt wollen wir noch, dass diese zwei tollen PNG-Dateien verschwinden. Und dazu machen wir sie in Position und Größe einfach so klein wie möglich. Das bedeutet, wir gehen wieder auf die Position, wo wir diese ganze Animation beginnen wollen, setzen hier einen Keyframe oben und unten, damit es wieder gleichzeitig stattfindet. Ich schiebe es jetzt mal nicht wie im Intro nach unten, da das Subscribe etwas größer ist und dann einfach aus dem Bild rausfliegt, sondern ich lasse es jetzt hier in der oberen Ecke und hier in der oberen Ecke verschwinden. Dazu gehen wir auf Position und Größe, wie gerade schon besprochen, Zeitachse, Keyframe setzen und dann gehen wir ganz zum Schluss zum Video oder fast ganz bis zum Schluss und dort will ich, dass mein Bild verschwunden ist. Das bedeutet, ich ziehe es dann hier auf 1 bei Zoom, hatten wir schon mal in einem anderen Video, und hier bei Subscribe in die andere Richtung so klein wie möglich und dann ist es auch schon verschwunden. Wenn wir jetzt noch Musik hinterlegen, dann schaut das Ganze einfach so aus. Sollte ein Keyframe nicht in der richtigen Position sein, könnt ihr hier drüben auf der Zeitachse den Keyframe auswählen und ihn dann einfach mit der Maus von rechts nach links verschieben auf die gewünschte Zeitposition. Wenn du noch Fragen zur Keyframe-Animation hast, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und meinen Kanal, indem ihr ein kostenloses Abo dalasst und den Daumen nach oben drückt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video oder bei anderen Videos wiedersehen.